Hallo, oh la la. Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Bohnenuniversum und einem Spiel, das wir noch im alten Universum gestartet haben. Aber ich kann euch garantieren, diese Woche kriegen wir es fertig, denn ich habe unter massivstem Einsatz meinerseits, glaube ich, in Form von E-Mails und bösartigster Manipulation, habe ich es durchgesetzt, dass wir heute und morgen Life is Strange spielen können. Da wir Mitte viertes Kapitel sind, gehe ich davon aus, kommt ungefähr hin, 4 Stunden. Wir haben jetzt ungefähr 2 mal 45 Minuten, also schon eine Menge und morgen nochmal dasselbe. Wir kommen wahrscheinlich durch. Das heißt, wir werden diese Woche noch sehen, wie es ausgeht. Die epische Geschichte rund, eigentlich ist es so eine Art Biografie eines Tornados, dessen wunderschönes Zerstörungswerk wahrscheinlich verhindert wird von Max, einer Zeitreisenden, die sich besser um ihren eigenen Scheiß gekümmert hätte. Denn immer wenn sie sich irgendwo einmischt, dann sorgt das dafür, dass Freunde von ihr zum Beispiel im Rollstuhl landen oder gleich ganz tot sind. Zumindest hat sich bisher ihre Fähigkeit, in der Zeit zu reisen, noch nicht wirklich positiv umgesetzt. Bis auf kleinere Details wie in der Schule bescheißen oder so. Also die Sachen, die nicht wirklich was zählen. Wir starten gleich. Ich will nur kurz vorher einmal dem Chat Hallo sagen. Hallo. Im Moment versucht der Chat gerade auf unsere Seite zu gehen. Die ist aber immer noch down, so wie ich gehört habe. Auch da arbeiten wir dran, neben vielen anderen Sachen, an denen wir arbeiten. Zwinker, zwinker. Ja, gut, dann gehen wir einfach mal ins Spiel. Der Chat hat mir verboten, in den Chat zu gucken. Das ist ein bisschen schizophren, aber ist wirklich eine echte Geschichte. Weil beim letzten Mal wurden schon Sachen gespoilert. Und jetzt habe ich echt natürlich auch ein bisschen die Angst, wenn ich da mal so ab und zu reingucke, dass dann doch mir was vorweggenommen wird. Und ich möchte für euch da möglichst jungfräulich rangehen. Obwohl, jungfräulich auch nicht mehr. Wenn wir bei dem Bild bleiben, habe ich auf jeden Fall schon die erste und zweite Base mitgenommen, weil wir haben schon einiges erlebt, also emotional. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir starten in Chloes Haus Downstairs. Downstairs. Genau, so heißt das jetzt. Kapitel 4. Relativer Anfang, wenn ich mich nicht irre. Und wenn ich mich auch nicht irre, kommt jetzt noch mal ein kleines Recap. Deswegen gucken wir uns das kurz noch mal an. Gut, kein Recap. Aber das meiste habe ich euch... Ups, oh, Entschuldigung. Das ist komisch. Ich habe das beim letzten Mal ausprobieren schon umgestellt. Nein, aha, nicht die... Nee, hilfst du dann. Ja. So. So ist ein bisschen besser, die Kamera zu bedienen. Yep, ja, locked from the other side. Wir sind bei Chloe, unserer Freundin, der wir erst das Leben gerettet haben, dann das Leben stark verändert haben und dann wieder zurück geändert haben. Und ich weiß gerade gar nicht genau, ich bin ein bisschen... The most expensive restaurant in town? David knows how to get on Joyce's good side. Das ist der Stiefvater und die Mutter unserer Freundin. Ja, und wir sind gerade mehr oder weniger zurückgekommen aus einer alternativen Vergangenheit oder einer alternativen Gegenwart eher, weil wir in der Vergangenheit was verändert haben und jetzt merken wir gerade, okay, wir haben es wieder irgendwie geschafft, zumindest den Status quo wiederherzustellen. Und wenn ihr die letzten Runden verpasst habt, glaubt mir, das ist sehr beruhigend, dass wir diesen Status quo wieder haben, auch wenn der alles andere als gut ist. So, ich laufe hier noch mal ein bisschen rum. Ich muss mich selbst erstmal eingewöhnen. So richtig weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich eigentlich zu machen habe. Ah. Ups. Okay, kann man nicht viel machen. Ich könnte den Müll... Aber er ist ja schon draußen. David even made sure to bag up the dead birds. Oh ja, das ist vielleicht noch eine relevante Information. In diesem Mülleimer befinden sich ganz viele tote Vögel, die am Anfang des Kapitels, wenn ich mich nicht irre, vielleicht auch des letzten Kapitels, einfach vom Himmel gefallen sind. Das alles, es gibt ein paar Naturphänomene, die noch nicht ganz erklärt wurden, unter anderem dieser Tornado, dann Wale, die angespült werden. Und unerklärlicherweise hat Max sogar einen Verehrer. Das sind die drei großen Phänomene. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Und wenn wir gerade von Verehrern sind, ich habe vorhin kurz als technischen Test für die Regie einen anderen Spielstand geladen. Das muss ich kurz erklären. Das war ganz interessant. Einen Spielstand geladen und dann war ich wieder im zweiten Kapitel und Max hatte die Möglichkeit, mit jemandem zu reden, der von einer von uns verhassten
Antagonist in dem Spiel, nämlich Victoria, wenn mich nicht alles täuscht, der Freund ist. Und da gab es so ein bisschen Trouble, oder vielleicht verwechsel ich da auch gerade was, wer jetzt von wem da befreundet ist. Aber auf jeden Fall hat sich rausgestellt, dieser recht coole Typ, ich glaube Trevor hieß er, bei dem könnte ich landen. Ich habe mit ihm geredet, so ein bisschen meinen Charme spielen lassen, meinen weiblichen. Und dann kam raus, zumindest habe ich mir das so schön geredet, so wie er reagiert hat, da hätte ich eine Chance. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall mir den heißesten Typen der Schule klar machen. Das habe ich aber in diesem Spielstand nicht. Und seitdem ist ist die weibliche Seite meines Gehirns die ganze Zeit im Überlegen, was wäre wenn? Wie wäre es gewesen? Wie hätte es mit uns, weil ich habe jetzt nur ich habe so einen anderen Lappen, so einen Lauchboy, der mir halt als Max die ganze Zeit hinterher rennt. Oh, Sekunde. Would Chloe hate me if she knew? Ja, wir haben zu lange uns darüber Gedanken gemacht, deswegen holt uns Max wieder hier auf den Boden der Tatsachen. Sie hadert immer noch mit ihrer Entscheidung und was Chloe wohl gesagt hätte, wenn man ihr gesagt hätte, pass auf, du hast die Möglichkeit, dass dein Vater lebt, aber dafür landest du im Rollstuhl. Das ist natürlich, das ist eigentlich eine Entscheidung. There's no way I can go to Chloe without going to David's locker. Okay, das ist eigentlich eine Entscheidung, die man fast niemandem geben sollte. Also das ist schon fast Folter. Oh, jetzt, da sollte ich hin. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Okay, gucken wir mal. Das ist unser erstes Gespräch mit David, den wir ja nicht so mögen. Seit der Veränderung oder der Rückveränderung der Geschichte. Anything I can do for you, Max? I was just waiting for Chloe to get out of the bathroom so we can go. I owe you one. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me, that's Miss Caulfield. Yes, sir. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia Bay. What do you mean by dark places? I can't tell you everything that's going on at Blackwell. And you've seen too much already, so please stay out of this, Max. Too late. I already know way too much. So, do you and Nathan Prescott... That little shit-ass Nathan Prescott is lucky he only got suspended. I don't think luck had anything to do with it. I could have been suspended, too. I didn't have all the evidence at the time. I am sorry, Max. Anyway, I think we can both agree it's been a hard week on all of us. Especially poor Kate Marsh. Too bad nobody helped her when she needed it. You did, Max. You saved her life like a hero while I left the goddamn dorm roof wide open. I knew Kate was feeling desperate. You even made it to the roof before me or anybody. I knew Kate was desperate too. So did Mr. Jefferson. That guy is an elitist prick. I'm off duty, so I can say it at home behind his back. Like when Chloe calls me step douche. These artists live in a fantasy world. Liebe Regie, wir können ruhig in diesen ganzen atmosphärischen Momenten auch mal von unserem schönen Design ins Vollbild schalten. Ich lese das nur ab und zu, dass das der ein oder andere fordert und ich finde zu Recht. Why do you say that? These art farts are all about themselves. When I was in the service, I hated the photographers who try to pose me in their anti-war bullshit. Well, Blackwell Academy is a school for artists, so maybe this isn't the best place for you. I have a family here, Max, and I think Blackwell is the best place for me, since only I know what's happening. Of course, thanks to Mrs. Grant and her hippie anti-surveillance petition, I hope everybody feels safer, like Rachel Amber and Kate Marsh. Although, you're like a walking surveillance system. I appreciate you standing up for me, but I have to be a hard ass and tell you and Chloe to stay the hell out of this. Things are just gonna get more ugly. Chloe and I can take care of ourselves. Now excuse me, Max. I have to get back to my camera. See? I'm an artist too. burnt! Ja, das war eine sehr interessante, hey, Max, aufschlussreiche. I do appreciate you standing up for me. Diskussion. Eigentlich mehr ein Monolog von David. Und ich muss sagen, ja, er hat mich tatsächlich davon überzeugt, dass er ein menschliches Wesen ist. Und nicht nur der nervige zweite Charakter in irgendeiner
Seifenoper. So wirkt er auf mich nämlich manchmal. Also ich glaube, da steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Ich bin wirklich aufs Ende gespannt. Ja, aber Max sagt mir auch schon, ich soll irgendwelche Locker inspizieren. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche sie meint, weil es schon so lange her ist, dass ich diesen Auftrag bekommen habe. Ich glaube schon eine ganze Woche, aber das hier müssten ja die Spinde sein. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich die jetzt öffnen soll. Wow, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Wo könnte ich denn irgendwas dazu finden? Liegt hier vielleicht irgendwas rum? I wonder if David is going to the party. Ja, das ist die große Vortex-Party, in der vermutlich alles enden wird. In Kapitel 5 gehe ich zumindest von aus. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Nathan ist ja so ein bisschen der männliche Antagonist, zumindest wird er uns so dargestellt, so der typische College-Arsch mit reichen Eltern, überprivilegiert. Max, I don't like people in my personal space. I mean it. Okay, jetzt kommt wieder so ein kleines Zeitreiserätsel. Ich nehme an, ich kann den Schlüssel erstmal einfach Excuse nehmen. Me, Max. Ah. Do not touch one goddamn thing. Fuck. Also, come on, Max. Ja. Find a way to get David out of his cave. Ich muss ihn irgendwie. No girls allowed. Ist ja jetzt gut. Ich muss ihn irgendwie ablenken und dann ihm die Schlüssel klauen. Dann, selbst wenn er das dann mitkriegt, kann ich immer noch zurückspulen und behalte den Schlüssel. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Ja, da geht's um Kameras auf dem Campus. Wir konnten abstimmen. Surveillance cameras at Pan Estates? Ja, und das sind die David must Pläne be working davon. For the Prescotts too. Okay, wie könnte ich ihn ablenken? Was könnte ich tun? Feuer legen! Ich kann mir, verdammt, was könnte es denn sein? Immer sobald man eine for Zahl eingeben kann. Time to search for the code. I need to find a key. Na gut, okay. Ich dachte, man kann auch mit einem Code arbeiten, aber scheinbar dann doch nicht. Ah, okay. I can't let David see me while I snag his keys. Enter the ninja. Son of a bitch! I just fixed that fuse box. Ich habe damit nichts zu tun, aber ich komme nun von da wieder hierhin. Dumm die dumm die dumm. Dumm die dumm. Gotcha. Super. Und das kriegt er gar nicht mit. Und noch während er im selben Raum ist, schließe ich den Scheiß hier einfach auf. Weil es mir so egal ist. Ach, es geht nicht. Okay. Dum, dum, dum. Tut mir leid, ich bin gerade noch mit der Kamera ein bisschen am Wackeln. Aha. I am the key master. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Wer, ach, das ist hier unser Lauchboy, wie er von Nathan verprügelt wird. Das ist der Truck von Nathan oder von Chloe? Was steht da drauf? Pay up. Man kann es kaum lesen. Das ist natürlich doof, da würde ich jetzt gerne. Also, es fängt an mit einem R und einem A und einem C. Also nehme ich an, dass es Rachel ist. Und dann steht da Me. Aber wenn es wichtig wäre, dann wäre da, glaube ich, dann könnte man es drehen oder sie hätten hier nicht diesen Lichtreflex eingebaut, glaube ich, wenn es wirklich wichtig wäre. Aber es ist offensichtlich, dass da ein Interesse an uns besteht. Oh, hier oben, TWNPKS, kann man sich vielleicht Twin Peaks? Da steht einfach Twin Peaks, aber gut. She knows something. Oh, vielleicht, okay, hier kann man nochmal alles. Ah, jetzt habe ich es weggeklickt. Ich wollte doch noch wissen, was da steht. Score. Back to Chloe now. Machen wir gleich, aber vorher will ich noch mal kurz reingucken in das, was ich hier gerade entdeckt habe. Oh Gott, wie finde ich das denn jetzt hier? In meiner Handtasche! Ah, oh, so viel Klumbatsch!
keine Ahnung, wo das jetzt ist. So sehr hat es mich eh nicht interessiert. Jetzt, verdammt, jetzt bin ich erst umso neugieriger. It's amazing how much drama this living room has seen. Das ist wahr. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. It's Kate, Nathan, and Rachel. Plus there's some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Vollbild. 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 This is definitely Kate's floor. The hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. Max! Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while, but I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Oh. Da könnte man ja fast eine Träne aus dem Knopfloch fließen lassen. Das ist echt schön, wirklich. Kate ist jemand, dem wir das Leben gerettet haben durch unsere Kräfte, obwohl es echt schwer war. Also die wollte es wirklich wissen, weil wir hatten eigentlich keine Kräfte mehr und sind gerade noch so aufs Dach und haben sie dann runtergeredet. Memories. Schöne Erinnerung. Weißt du noch damals, als du vom Dach springen wolltest und wir dann lange geredet haben? Ach ja. Ah, früher war alles besser. Ich rede mal weiter mit ihr. Ich
bin bei ihr ja echt mittlerweile sehr unsicher. Ich möchte ihr einfach nur das Gefühl geben, ich, der Spieler, kümmere mich um dich. Keine Sorge. It is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Oh, schwierig. Okay, rede ich über sie oder über Nathan? Ich bin irgendwie mit... Ja, sie hatte ja was vielleicht mit ihm oder auch nicht. Ist so ein bisschen schwierig. Ich will sie aber nicht wieder auf diesen Trip irgendwie bringen. Vielleicht über sie reden. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan like a tea shop tour of Portland. Oh, yes. And you could bring Warren along too. Warren ist wie gesagt Lauchboy. Also für Warren wäre das natürlich Jackpot. Two girls, one Warren. Aber, nee, ich möchte aber Me-Time nur mit dir verbringen. Nur no wir. Boys allowed. You are funny, Max. And right. Schwierig. Ach, komm, aber wenn ihr es mir anbietet, dann frage ich halt nochmal, was jetzt eigentlich mit Nathan ist. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so that might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? Schwierig. Bei den beiden Antworten könnte man jetzt nicht so genau absehen, wo die Reise hingeht. Der Vortex Club, ja, kennt ihr, ist dieser große Club, der unglaublich toll ist scheinbar, wo wir aber noch nie waren und der so ein bisschen das Hoheitsrecht von Nathan Prescott ist und der wahrscheinlich da wie ein König über sein Volk herrscht. Und ich mich immer frage, echt, ist das Kaff so abgelegen, dass ein reicher Typ von euch so gefeiert wird, nur weil er ein bisschen Cash hat in The Tash? Weil wenn ja, dann kann man, sollte man da hinziehen, weil da kannst du offensichtlich mit sehr wenig beeindrucken. Dass sie ja nicht mal einen Promi haben, der wenigstens irgendeine Webserie macht, so irgendein Online-Sender, irgendwie YouTuber. Dass der wirklich da der VIP ist, finde ich bedenklich. Und schade für das Dörfchen. Ganz kurz, was soll ich jetzt wählen? X oder B? X oder B? X oder B? B, X, B, X, X, B. I think his family is totally protecting him. Or worse. I never say this about people, but Max... There's something evil about the Prescotts. They have something to do with death. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. War das jetzt gerade eine Anspielung? Bunny? Ich kenne mich da nicht so aus in der jugendlichen Metapherologie. Kurzes Resümee. Ja, viel gibt's eigentlich nicht zu sagen, außer dass sich offenbar, und das finde ich jetzt auch gerade ein bisschen komisch, dass ich schon direkt jetzt das Auge Mordors von den ursprünglichen Themen, die wir noch in der letzten Folge hatten, wegbewegt hat, zu Nathan Prescott, der jetzt plötzlich für mich ein bisschen künstlich aufgebaut wird als Bösewicht. Klar, der ist ein Arsch, aber ich finde, ja, er ist jetzt, okay, er kommt mit der Knarre in die Schule, okay, er hat dieses Video natürlich vielleicht sogar inszeniert, vielleicht geteilt, was genau da passiert ist, werden wir wohl nie erfahren, ob da vielleicht auch irgendwelche Date-Rape-Drogen im Spiel waren mit Kate oder so. Das sind alles natürlich verwerfliche, schlimme Sachen, aber hier geht es jetzt gerade um Leben oder Tod. Und da denke ich mir, okay, bin mir nicht ganz sicher, ob sie da den richtigen haben. Und ich glaube, man versucht natürlich sowas auch immer zu analysieren und zu überlegen, was denken die Entwickler und wie haben sie sich das überlegt, weil sie bauen ja oft in einem Akt dann immer was auf, was im nächsten dann sich ändern muss. Zumindest um so eine gewisse Spannung zu erzeugen. Und ich glaube nicht, dass Nathan am Ende sich auch als der Bösewicht rausstellt, der er zu sein scheint, wenn man jetzt diesen Monolog und diesen Dialog gehört hat. Das ist so meine Gedanken dazu. Mir wirkt es ein bisschen zu gequält jetzt gerade. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem. Ich bin natürlich hier und da auch schon mal gespoilert worden.
bin ja hier und da auch schon mal gespoilert worden vom Chat, so in kleinen Details, und deswegen setzt sich da in meinem Kopf jetzt auch schon eine Lösung zusammen, die dann nichts mehr so richtig mit Nathan zu tun hat. Aber vielleicht irre ich mich oder ich habe was Falsches im Chat gesehen, man weiß es nicht. Ich werde es noch erfahren. Und ihr auch, diese Woche, denn wir spielen es jetzt fertig. So, und als erste Aktion gucke ich mir jetzt das hier an. Da habt ihr eine, das sind ihre Zeichnungen, da habt ihr auch eine Banane for scale. Und was ist da unten? Where is she? Here. Ich raff den Gag nicht. Aber gut, man muss ja nicht alles verstehen. Aber die Bored Cat finde ich schon mal super. Und das Senfmännchen, das gefällt mir auch gut. Ich mag ihren Stil. Also ich weiß natürlich, dass das von einem 48-jährigen, übergewichtigen Art-Designer bei der Entwicklerfirma oder so stammt. Oder einem 22-jährigen Praktikanten, der aussieht wie Gino Plus. Aber ich finde es schön, es passt zu Kate. Ich finde, sie haben irgendwie ihren Charakter, finde ich, sehr schön getroffen. Man möchte sie direkt in den Arm nehmen, was schön ist, weil es ist ja wirklich... Thanks again for visiting me, Max. Es ist ein virtuelle... Es ist ja eigentlich nur eine Kulisse alles hier. Das sieht man hier wunderbar. Es ist alles eigentlich nur eine Kulisse. Wir sind in einem Theater und die Leute spielen ihre Rolle, so wie es vom Entwickler vorgegeben ist. Aber Kate schafft es wirklich, dass ich sie am liebsten in den Arm nehmen möchte. If this gets Kate through the night, so be it. So... Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. Guck mir nochmal alles an, das gehört hier irgendwie immer dazu. Man weiß nie, welche Geschichte rauskommt. That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. Naja, so ein bisschen viel verlangt, ne? Victoria Chase might be Queen Bitch, but she's not evil. Ach, na, Victoria, na, ich denke immer, das ist immer die große Frage. Wiegt eine gute Geste oder auch mal zwei oder auch drei quasi 24/7 Arschlochverhalten auf? Schwierig. Als ein Betroffener, der selbst das Problem hat, dass ich sehr viele gute Gesten verteilen muss, damit man oft die Arschlochmomente vergisst, es fällt mir immer schwer, da irgendwie zu richten, ja. Also mir gefällt, dass die Entwickler immer mehr, je länger man spielt, einem das Gefühl geben, okay, unsere Charaktere sehen am Anfang sehr schubladenmäßig aus, aber jeder Mensch hat doch mehrere Seiten. Oh, Entschuldigung, ich sehe, das ist ein bisschen doof. Ich habe hier die ganze Zeit den Chat vor Augen gehabt und habe nicht gesehen, dass wir schon längst zur Werbung kommen müssen. Das machen wir jetzt an der Stelle mal. Ja, und dann sehen wir uns gleich weiter. Hier, ich bin gespannt, was noch passiert. Im Moment hatten wir einen ruhigen Einstieg, aber der ist auch mal ganz gut nach dem letzten Kapitel. Und dann sehen wir uns gleich weiter. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht sogar jetzt schon ins fünfte Kapitel kommen. Ich glaube, wir sind nah dran. Bis gleich. Zumindest hoffe ich, dass wir Werbung senden können. Oder geht einfach der Timer nicht und wir können einfach weitermachen, liebe Regie. Mir ist beides recht. Da spielen wir noch ein bisschen weiter. Ja, gut. Verwirrung überall. So, hier ist der Brief. Dear Kate, I just want to express my deepest wish for a speedy recovery and the Blackwell Academy is united in prayers for your return. Von wem ist es eigentlich? Von Raymond. Das ist, glaube ich, der, ja, müsste ja dann der Obermacker sein des Campus. The students and faculty have organized a rally in your honor, and I've never seen such outpouring of academic and community support for any student in our history. Ja, jetzt machen sie hier alle die große Reue-Nummer. Hätte mal vorher drauf kommen können. I know my words may mean a little, given your circumstances, but it's important you know that we do care and don't sue us. If you need any assistance at all, please do not hesitate to ask. Ja, der Principal hat hier natürlich auch nochmal ganz schnell sich entschuldigt und noch vielleicht einen Huni beigelegt. Kann ja mal passieren, ne? Thank you, sisters. You really saved Kate. Das ist wahr. Daran haben wir sie nämlich erinnert. Okay, was gibt's noch zu... Moment, das Buch habe ich mir das schon angeguckt? Nee. Good to see that Kate is still working on her book report. Ja, könnt ihr den Titel lesen, könnt ihr euch auf Amazon bestellen. Hier nochmal zum kurzen Nachgucken. Good to see that Kate is still working on her book report. Ah, okay, na gut. Tack, 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 tack. Bestellt. So, was haben wir hier? Ich denke, wir haben... Ich rede nochmal mit ihr, aber nur zur Sicherheit. Hey, Kate.
back again. Which makes me happy. Seht ihr, man kann nämlich dann doch noch mal. I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be not nice, but I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive, but I feel her struggle. Me too. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't, and we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? She's insecure. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Ja, habe ich gerade auch erst gemerkt, haben wir schon gesehen. Das kommt davon, wenn man ab und zu in den Chat lunzt. Jetzt gehe ich aber wirklich raus. Ich habe im Grunde alles gemacht. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Okay. Jetzt bin ich hier wirklich mal gespannt, was der Plan eigentlich ist. Oh, hier, Jefferson. Der ist mir ja suspekt. Sage ich jetzt schon mal. Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend, Chloe. Yeah. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for the school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Sehr interessant. Let's see if I can find out where Nathan is. Gut, wir suchen jetzt vordergründig Nathan, aber jetzt muss ich erst nochmal über Chloe reden. Da hatte ich sie jetzt direkt in den Falschen verguckt. Das, ach, die, naja. Aber man kennt, also man kennt ihr Beuteschema, ja. Der stadtbekannte Loser war der letzte Kerl, mit dem sie zusammen war. Und jetzt steht sie auf den Kunstlehrer. Oder Fotografielehrer oder was auch immer. Auf jeden Fall einen, bei dem ich mir sicher bin, dass sich Chloes schlechte Wahl ihrer Partner fortsetzen wird, weil ich traue dem nämlich nicht. Der ist mir zu nett, zu cool, sagt immer das Richtige. Der muss eigentlich mehrere Babyleichen im Keller haben. Chloe fits in so easy with Justin.
I can tell that Justin is really into Chloe. Ja, geil. Jeder findet Chloe toll und keiner findet mich toll. Niemand will mich haben. Außer diesem einen, dem Lauchboy. Aber den will ich nicht. Es ist so schwer, eine Frau zu sein. Gefangen im Körper eines Mannes, der ein Spiel spielt über eine Frau, die die Zeit verändern kann. Und damit geht's gleich noch weiter. 45 Minuten mehr, Life is Strange kommen gleich. Bleibt dran nach dieser Werbung.